Hey Leute, mein Name ist Stummel13 und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute wollte ich mal wieder einen weiteren Airport vorstellen, und zwar den Kai Tak Airport aus Hongkong. Ja, glaube, ihr könnt schon so ein paar Besonderheiten raussehen. Ist mitten in Hongkong drinne und ja, auch hier eher so im Hafenbereich. Und ja, es gibt noch ein paar mehr Besonderheiten. Die zeige ich euch gleich aber. So, hier sind wir jetzt erstmal Google Earth in Hongkong. Und ja, das hier ist die erste Besonderheit. Hier stehen wir gerade. Und jetzt denkt euch, wo ist die Landebahn? Ja, das ist eine andere Sache. Und zwar existiert dieser Airport gar nicht mehr. Der wurde schon längst geschlossen. Das können wir auch gleich uns nochmal ansehen. Dafür gibt es jetzt den Czech Lapcock Airport hier, yeah, whatever. Der ist ja schon etwas größer. Wird anscheinend auch immer noch erweitert. Ja, und wir können mal zurückgehen in der Zeit. 2000. Und ja, hier sieht er noch die Landebahn. Also es hat hier mal was existiert. Aber ja, wegen der Lage und so wurde er eben später geschlossen. Wie gesagt, dafür hat der andere gebaut. Hier war dann zu der Zeit nur das anscheinend irgendwie fertig. Ich weiß es nicht. Und ja. Es gibt nämlich da eine, wie soll ich sagen, nicht so ganz komfortable Geschichte bei diesem Airport. Ja, und diese nicht ganz so komfortable Geschichte ist der Anflug. Kommt nämlich hier rein, durch die Häuser, und macht dann hier nämlich kurz vor der Landebahn noch eine Rechtskurve. Mitten durch die Häuser. Hier sehen wir es auch, die Lichter. Man muss dann hier runterkommen und ja, der Anflug ist halt vor allem für große Flugzeuge nicht so der allerbeste gewesen. Deswegen wurde der Airport halt später geschlossen. So, dann würde ich jetzt aber sagen, starten wir hier mal in unserer Longitude. Wieso da Autos vorne fahren, weiß wieder der Gott im Himmel nicht. Aber ja, wir geben einfach mal Gas, das sollte für ein Privatjet hier definitiv kein Problem sein, wenn ja sogar Boeing 747s lang geflogen sind. Ja gut, diese Autos, die sind vielleicht ein bisschen weird. Die kommen vielleicht davon, dass das hier halt nur eine Mod ist und ein Add-on. Vielleicht führt in Wirklichkeit eine Straße lang und das wurde alles nicht so richtig gemacht, aber ja, wie gesagt, das war kein Problem. Dann fangen wir mal mit dem Landen an, würde ich mal sagen. So, ja, hier sieht man auch nochmal einen Anflug. Den ILS-Anflug, also hier erstmal die Kurve über den neuen Flughafen hinüber. Gerader Anflug. Dann halt hier zum Schluss die Kurve. Wir machen jetzt erstmal eine Landung in der Freeware CRJ 700 und schauen dann mal, wie der Anflug so ist. So, hier unten ist noch der Hafen von Hongkong. Hab mir die Stadt auch nochmal schnell als Mod installiert, damit das alles nochmal ein bisschen schöner aussieht. Ja, jetzt habe ich mir mal kurz den Anflug hier selbst gedichtet und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze jetzt hinkriegen, hier durchkommen. So, und jetzt geht es dann nämlich auch eben durch die ganzen Hochhäuser durch, also ja, wie gesagt, komfortabler Anflug ist anders. Glücklicherweise hat es nie irgendwie einen Crash gegeben, laut meinen Infos, zumindest nach meinen Infos. Aber es sieht schon immer heftig aus, wenn hier mal eine 747 oder eine Concorde ist ja auch mal gelandet, dann durchgeflogen ist, kann ich mir vielleicht gleich auch noch mal YouTube-Video von zeigen. Also,
Na, hier links die Gebäude. Das war sicher schon heftig, wenn du da drin gesessen hast und rechts neben dir ein Flugzeug lang geflogen ist, so nach dem Motto. So. Jetzt kommt eben gleich die berühmt-berüchtigte Rechtskurve. Kurz gesagt, hier. Dann jetzt nämlich hier die Landung. Also, ich würde mal sagen, es war zu seiner Zeit her auch eine der gefährlichsten Airports der Welt. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso sind die nicht einfach von der anderen Seite gelandet? Das hat den ganz einfachen Grund, dass der Wind von der Seite immer etwas, ja, beschissen, kann man es glaube ich schon fast sagen, kam. So, die Landung war auch komplett B, ne? Ihr wisst schon. Einfach weil da ja hinten das Meer ist und von da an halt irgendwie der Wind kam. Deswegen mussten sie halt immer von, ja, der anderen Seite landen. Ja, hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal, wie hier eine 747 reinkommt. Sieht schon sehr, sehr heftig aus. Könnte man schon fast vorstellen, dass es zu der Zeit auch mal im Cockpit den ein oder anderen Bang-Angle-Alarm gab. Aber ja. Da sehen wir das Ganze. Wir werden natürlich auch gleich nochmal mit einer 747 hier landen. Aber ja, es war nicht der allerkomfortabelste Airport, sagen wir es mal so. So, jetzt sind wir hier in der Boeing 787. Dachte, wir gehen jetzt einfach einerseits, weil das Video schon so lang ging. Andererseits, weil das mit den ganzen kleinen Flugzeugen eh nicht so spektakulär wäre. Ist einfach gleich ein großes Flugzeug. Schauen mal, wie das denn wird vom Handling her. Das war jetzt gerade eben mit der CRJ noch ziemlich sehr einfach. Schauen wir mal, wie sich diese Kurve mit größeren Flugzeugen handelt, wie eben die 787 eines ist. Kommt natürlich gleich, wie schon versprochen, nochmal die 747 zum Grande Finale. Und dann haben wir es auch. Und ich muss sagen, hiermit fühlt sich die Kurve schon längst nicht mehr so einfach an. So, jetzt haben wir auch kurzen Screen Freeze. Aber oh ja, ihr seht schon, also ich wäre nicht qualifiziert, hier fliegen zu dürfen. Fliegen zu können, glaube ich. Das ist gestern schon mal mit der 747 ausgetestet, da ging das tatsächlich eigentlich. Und die Landung war auch mal ein kompletter Stall hier. Eieiei, also. Schön ist definitiv anders. Jetzt noch ein paar Hopser. Ne, also. Das war nix. Ja, hier sehen wir nochmal die Landung. Also, wie gesagt, ja, komplett rausgekommen. Gleich bei der 747 machen wir auch das natürlich auch nochmal schöner mit dem Replay. Hier gucke ich mir jetzt nur nochmal die Landung an. Oh, sogar ein Tailstrike. Eieiei, ne. Also, schön ist definitiv anders. Und ja, dann gucken wir nochmal, wie das mit der 747 so klappt. So, da sind wir in der 747. Da rechts sieht man auch den neuen Flughafen, der, wie schon gesagt, um einiges größer ist.
Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Wie gesagt, gestern habe ich eigentlich eine gute Landung hier mit hingekriegt. Aber die 787 Landung gerade eben hat mich doch ein bisschen verunsichert. So. Da sind wir. Jetzt mitten hier im Anflug durch die Stadt von Hongkong. Und ja, also es kann wirklich sehr, sehr spannend werden. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn du da unten stehst oder so in so einem Gebäude sitzt und auf einmal in dir so ein 747 lang fliegt, ey, Alter. Das ist. Das würde ich etwas cringe finden, irgendwie. So, aber jetzt geht's hier auf die Kurve. Komm ein bisschen links raus. Das ist aber, glaube ich, auch ziemlich normal. So, dass man ihn jetzt so weit raus, aber auch wieder nicht. Naja, also ich muss ja wirklich auch nochmal eine Lizenz für machen, hier landen zu dürfen. Jetzt kommt der Wind aber tatsächlich gerade auch von rechts. Das erleichtert mir ja die Geschichte auch nicht ganz. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir vielleicht auch mal runterkommen sollten. Sonst können wir nämlich die Landung auch ganz vergessen. Das haben wir jetzt aber auch gemacht. Ja, wie gesagt, also Anflug hier muss ich nochmal üben. Das hat gestern definitiv beim ersten Mal gleich besser geklappt als heute. Aber ja, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Also, jetzt nochmal hier aus einer anderen Perspektive. Hier vom Anflug. Da kommt sie, die 747. Hier an der Kurve. Das sieht halt echt schon irgendwie heftig aus, dieser Anflug mitten durch die Stadt, ey. So, gut, wie gesagt, da sind wir leider zu weit links rausgekommen. Normal sah die Landung letzten Endes nicht aus. Aber ja. Es war eine Landung. Es war eine Landung. Sie haben gestoppt, es war eine Landung. Und gut ist. Oh ne. Aber schön war wirklich anders. Naja, das war's dann auch mit dem Video. Bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Lasst wie immer gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.